Moin meine Freunde, ich habe ja jetzt schon mehrere Videos zu Squadbusters China gemacht und es auch schon selbst getestet in meinem letzten YouTube-Video. Da haben wir uns nämlich den Ranked-Modus angeguckt. Das war ja schon ziemlich geil, doch heute wollen wir zusammen den 5 gegen 5 Modus testen und dafür habe ich mir Sascha und Benny in den Call geholt und wir gehen zu dritt rein und gucken mal, wie geil der Modus ist. Wenn du mehr Squadbusters China-Content möchtest, dann schreib mir das doch mal gerne in die Kommentare und unterstützt mich doch gerne mit einem Abo auf diesem Kanal und mit meinem Creator-Code Psy im Shop. Ja Leute, wir sind auf jeden Fall mit Sascha und mit Benny drinne. Ich war jetzt schon seit dem letzten Video nicht mehr in Squadbusters China. Ist für mich jetzt auch quasi Premiere. Den 5 gegen 5 Modus habe ich noch gar nicht gezockt. Wir können hier 1000 Sachen abholen und ja, das machen wir jetzt mal als erstes. So, gucken wir einmal. Ist es gratis? Lol, ich komme jetzt gratis den Magier abholen. Ich kann mir gratis die Kiste abholen. Digga, was kann ich mir hier alles abholen? Wie geil. Konntet ihr euch auch so viele Sachen abholen, Jungs? Ja. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Das Ding ist, ich kann halt nichts davon lesen, ne? Boah, geil wäre, wenn ich den Hogwider jetzt freischalte, weil der wird boosten. Ja, 10.000 Gold. Habt ihr schon viele Charaktere? Viele Buster? Nochmal 10k? 19. 19 schon? Ich hab 22. Okay, das ist schlecht. Wie viele hab ich denn? Ich hab... Oh, muss ich mal kurz gucken. Erstmal schalte ich jetzt den BK frei. Sehr geil. Welches Squad-Reisen-Level seid ihr denn? 10. 80. 80? Sega, bald Squad-Liga. Hey, wie könnt ihr das lesen? Ja, da fehlt noch ein bisschen was. 56. 56, okay. Oh, hier gibt es so ein Angebot für 55k. Lohnt sich das nicht. Das ist der Pass. Ach, das ist der Pass? Ja. Das ist der Beginner-Pass und danach kannst du dir den nächsten Pass auch nochmal mit Gold kaufen. Du kannst dir den Pass in Squadbusters China mit Gold kaufen? Ja. Das ist ja übel OP, oder? Das ist übel Scam. Dass es bei uns nicht gibt, meinst du? Ja. Das ist echt crazy. Bei mir muss man 55.000 Gold bezahlen und bei uns 12 Euro. Ja, hä, 55.000 Gold, vor allem, wie viel ist das bei uns? Das ist nicht viel, das erspielst du so schnell. Ich wollte gerade sagen, das ist ja... 5 Euro oder so, ne? Wenn überhaupt. Dann macht es Sinn, sich den Beginnerpass zu holen für 55k? Ja, ne? Ja, du kriegst ja eh dein Gold da drinne wieder. Also, lohnt sich schon. Stimmt, du kriegst dein Gold ja eh fast komplett. Ne, du kriegst es komplett wieder. Du kriegst das Gold für den nächsten Pass. Der nächste, also der, da, danach schaltest du ja den Battle Pass frei und den kannst du ja auch mit Gold kaufen für 110.000 Gold. Hä, wie OP ist das denn bitte? Ja, richtig komisch, aber. Meint ihr, das ist. Bleibt da so, dass das jetzt was Game neu ist und die damit die Leute. Also wir haben schon überlegt, ob es vielleicht irgendwie geldtechnisch so in China nicht erlaubt ist. Ah, ja, das kann natürlich sein. Dass sie sowas anbieten können. Okay, ja, das kann sein, das ist krass. Trotzdem komisch, wir müssen dafür Geld bezahlen und in China kriegt man es für nichts. Das ist super OP. Ja, gut, das heißt, ich muss jetzt 3 Passlevel, Free Passlevel spielen. Dann kann ich mir für 55.000 Gold den Starterpass holen. Ja. Okay, das ist cool. Ey, dann machen wir das. Dann lass mal Teamcode machen. So, VWT Alpsycho TV. Wir haben Sim bekommen. Boah, war das eine schwere Geburt. Sind wir jetzt hier noch in einem Lobby? Ja, sind wir. Perfekt. Ja dann, ich bin ready. Let's go. So, wie geht das jetzt? Wo muss ich drauf achten? Du siehst deine Mates und bei den Gegner kannst du erkennen, wie bei uns an den Gems. Also okay. Wenn du irgendwo Gems siehst, wird es immer ein Gegner sein. Und die Gegner respawnen. Und ich, ja, wenn ich respawn auch, wenn ich sterbe, oder? Ja. Ja, das ist crazy. Erstmal auf so einen kleinen Monitor zu zocken, ist schon krass. Es gibt ja noch Megatruppen, wenn du stirbst. Wie? Ja, wenn du stirbst, wirst du es sehen. Wenn ich sterbe, krieg ich eine Mega? Ja, aber ich weiß nicht, ob das abhängig ist, wann du stirbst. Aber die Gegner haben immer Megatruppen. Aber die sehen aus wie normale Truppen. Die haben halt nur diesen Mega-Skin. Ah, okay, aber die haben nur einen Skin oder können dann auch, sind dann auch so krass wie Megatruppen? Nee, das ist das Dragon Chicken, gibt dann Golden Boots. Ah, okay, boah, ich mache erst einen Bust, Early Bust. Oder nicht? Ah, close. Fast. Schöner Mike. Komm schon. Die haben auch noch nicht die Visualisierung, wen du anvisierst gerade, oder? Nee, und es gibt auch keine Indikatoren für Tanks und Beam. Ah, krass, aber für Gregs schon, oder? Nee, auch nicht.
So, oh! Ja, Hauptsache ihr glaubt mir den Bast. Ja, wollt nur den Schlüssel haben. Das muss ein bisschen schneller sein. Ja, wie denn? Ist egal. Leckt das bei euch auch ein bisschen? Ja, ja. Alles ruckelt halt leicht, ne? Ja, ja, so ganz leicht, ne? Also ich finde jetzt nicht so unangenehm, aber es ist schon ein bisschen. Ja, ich finde, man kann es trotzdem gut spielen. Ja, ja, man kann es trotzdem zocken. Also da war es schlimmer, als meine Übertragungs-App noch geleckt hat. So, jetzt aber mein Bast hier. So, wichtig. Komm, zweiter Bast. Nee, war das gerade überhaupt einer? Müsste. Ich glaube, das ist mein erster. Das war, so, glaube ich, dein erster. Aber es wird eh nicht angezeigt, also. Ja, ist völlig egal. So, ich bin nicht ganz unten. So, wir haben 200 Gems, die Gegner haben 40. Was ist da los? Das ist übel geil. Und das könnte ich mir in unserer Version auch vorstellen, den Modus. Ja, würde man gute Turniere machen, ne? Ja, safe. Ah, obwohl, ist das so competitive gerade? Da müsste man aber bei den Top-Spielern mal sehen. Man kann halt gutes 5 gegen 5 dann spielen, ja, ne? Ja, stimmt. Wie läuft's bei euch? Ich schätze nicht für die guten Gegner. Ah, die Gegner sind doch Profis mit ihren 60 Gems. Jeder ist schon 30 Mal gestorben. Hallo, yo, da war gerade der Gegner, hat den Dragon Chicken, stimmt, der war auch die ganze Zeit viel schneller. Das merkst du auch daran, wenn du den angreifst und auf einmal eine Hexe mehr tankt als ein Heavy. Ja, okay, krass. Leute, es vibriert, wenn Mavis fällt neben mir nachwächst, was ist das denn? Du kannst Vibration ausstellen. Ja, aber ich hab meinen Mana-Code aus. Du kannst hier noch das Mavis Feld manipulieren. Da kannst du in unserer Version noch auch. Ja. Und man muss dazu sagen, die Bots laufen in der Version immer noch wie absolute Vollnoobs rum. Tun die bei uns aber auch. Ja, nee, aber bei uns ist es ja mittlerweile so, dass die zum Beispiel Spells und so abwerfen. Das machen die hier in der Version noch nicht. Ach so, also hier noch komplett Idioten-Bots. Ja. Ja. Bei uns gehen die auch teilweise gezielt auf die B- und Tanks-Bots drauf. Ah, okay. So. Boah, gute Runde bisher. Warum werde ich ganz unten angezeigt? Heißt das wieder Schlechteste aus dem Team oder ist das einfach egal? Das ist egal. Haben wir am Ende Stats? Was, ja, am Ende haben wir Stats. Geil. Let's go, 1000er Gem-Runde. Hm, 500 Gems. Ey, wieso hab ich nur 169? Was ist das denn? Benny und ich haben den Trader schon. Ach so, ihr habt Trader. Ja, okay. Ich habe dafür einige Busts gemacht, glaube ich. Schade, dass man das nicht sieht. Die ganze Zeit mit Trader und Mavis gespielt. Ja, okay. Ja, gut. Also, was soll ich machen? Jawohl. Man muss sagen, die chinesische Version ist sehr belohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, die fühlt sich auf jeden Fall belohnter an als unsere Version. Wie krass ist das denn? Ja, 1000 Portal Energy, direkt 6 Level. Oh, komm. Oh, ich brauche den Hawkrider. Du hast den recht frisch freigeschaltet, Benny, ne? Ja, ich hab den auf 2. Ja, ich hab den auf 2. Oh, ich kann eine Starchest öffnen. Ja, die ersten sind ja fast umsonst. Oh, komm, Ultimate. Aber auch durch den Pass neuer den Hawkrider. Hawkrider Skin. Selten. Oh, Hawkrider, bitte, Hawkrider. Oh, Medic. So, hier nochmal was abholen. Ich hoffe, ich krieg Gold. Ne, krieg ich nicht. Ich brauche irgendwie Gold. Ich will den Pass haben. Wann kriegt man denn hier Gold? Oh ja, 2 Passlevel noch. Schön. Gut, dann lass uns nochmal eine Runde rangehen. Wow, ist echt geil. So. Ja. Das können wir gerne öfter zocken. Ja, wäre halt mega geil, wenn man da noch ein Tablet hätte. Das stimmt schon. Ich glaube, für den Chat wäre es auch geiler. Wie gefällt es euch? An sich gut, aber das leider ist das System mit den Trophäen, die man plus kriegt und sowas alles noch nicht so gut balanciert, sag ich mal. Ja, stimmt. Du kriegst pro Sieg immer, ich glaube, immer Standard 6. Ja, okay, das müsste im Rank noch besser werden, ne? Das ist, man ja, kriegt auch erst Minus bei einem Lose ab dir. Davor kriegst du immer plus 1 oder ne? Der Gold, glaub ja, ich, man müsste will testen, wie das ist im High Ranked. Das, ja, ansonsten selbst, keine Ahnung, wenn man irgendwie Starspieler oder sowas ist, da würde ich mir auch wünschen, dass man da vielleicht 1-2 Trophäen dann mehr kriegt. Mal meinst du, wenn du der Beste warst in der Runde? Ja.
Ja, okay. Ja, oder wenn man irgendwie als Team komplett dominiert hat und mit übelst vielen Busts und so weiter. Ja, aber du musst ja auch erstmal alles freischalten und sowas. Also ich glaube, auf Low Elo macht es schon Sinn, dass du die Leute erst belohnst. Ich denke, dass ab High Elo wirst du ja öfter mal verlieren und dann auch mehr Minus kriegen, oder? Witzig, ja. Werden wir ja dann sehen, wenn wir da irgendwann hinkommen. Ja, das dauert ewig. Ja, man müsste das mal eine Woche grinden, theoretisch, ne? Ja. Auf Handy ist halt ein bisschen Krampf. Das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, tatsächlich. Ja. Wenn wir jetzt ein Tablet hätten... Ich mach dieses kleine Bild einfach so aggressiv. Ja, weil wir es halt sonst gewohnt sind, auf einem großen Tablet zu zocken, ne? Ja, selbst auf dem iPhone Pro Max ist es ja kompletter Unterschied. Ja, ist bei mir auch so. Ich habe ja auch ein iPhone Pro Max und selbst das finde ich schon klein. Lohnt sich das 11,99 Angebot im Supercell Shop? Ja, das kannst du, also das lohnt sich schon eigentlich. Also die Angebote im Shop sind eigentlich relativ gut. Aber diese Woche ist auch noch Black Friday, also ich würde noch warten, wer weiß, ob noch was kommt. Wie findet ihr Dings, dass Winstreak weggeht? Wie meinst du? Ja, einfach so, das ist eine neutrale Meinung, so wie ihr es findet. Ich finde es gut. Und du? Ich finde es auch ganz gut. Ich finde es auch gut, wenn dann vielleicht irgendwie ein anderes Winstreak-System reinkommt, so dass man sich den nicht mehr nachkaufen kann. Ja, aber das soll erstmal nicht und macht auch Sinn, dass das erstmal nicht kommt. Also aus Flex höchstens, nicht damit damit wieder die Progression bestimmt wird. Ja, ich verstehe, fände ich auch geil. Aber erstmal ist es auch ganz gut, dass es nicht ist, weil Winstreak-System sorgt auch immer für Frustration bei Casual-Spielern. So, da hast du eine hohe Winstreak, verlierst die, bist erstmal frustriert, du hast auf zu zocken. Und jetzt gerade muss Squad Busters halt alles dafür machen, dass die Leute nicht aufhören zu zocken, ne? Denkt ihr, die werden Progression-System ändern? Leicht, denke ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass jetzt die Streaks weggehen, werden meine V4-Fahrer und alles irgendwie mit weniger Value. Ja, ich habe da ein bisschen Angst vor. Deswegen weiß also ich auch noch nicht, wie viele V4-Fahrer und so ich mir noch hole. Ich kaufe schon ewig nicht mehr. Ich glaube seit 3 Wochen nicht mehr. Ja, ich kaufe jetzt auch erstmal nicht mehr. Ich werde ab dem Update wieder jeden Tag kaufen, denke ich. Bis zu diesem Monat, dem bisschen achten. Oh, da will was. Bis zu dem Punkt, wo du die alle hast, das dauert ja auch ewig so. Ja. Weißt du schon ungefähr, wann das Update kommt? Ja, planmäßig, also wahrscheinlich am 16.12. Diesmal glaube ich Sascha den Bass, so nämlich. Das ist manchmal so irritierend, ob wir wirklich... Ich denke mir wirklich manchmal, spielen wir gerade gegen echte Leute? Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, sind die so verdammt schlecht. Vielleicht haben die auch keine Ahnung von Squad Busters. Aber die sind echt verdammt scheiße. Ja, du kannst den Battle Pass mit Münzen kaufen. Da denkt man sich so manchmal, sind die einfach absolut casual oder sind wir einfach standardmäßig zu gut so? Ich weiß nicht, ob wir einfach zu gut sind oder ob die richtig scheiße sind. Das ist ein Mix aus beidem, glaube ich. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, die haben einfach keinen Plan von dem Spiel. Ja gut, aber wir sind aber auch auf so eine Low Elo und in China kann es halt wirklich noch sein, dass es noch Anfänger sind, ne? Wie gesagt, wo wir uns angefangen hatten, hat der erste Platz in diesem Leaderboard, glaube ich, 600 Games gehabt. Alter, das ist ja nichts, das kannst du halt in einer Woche machen, ne? Oh. GG's. Let's go. Fast wieder 1000. In China darfst du nicht so lange spielen, warum das denn? Ist ja schon. Ich bin schon angekommen hier an Euro Gems ein bisschen. Ich habe auch ohne, wir haben auch ohne Trader gespielt gerade. Wir sind übrigens in jeder Runde was Besonderes, ne, mit unseren Zeichen. Ja. Die haben immer Angst. Also manchmal kommen auch gute, aber was heißt gute, es kommen echte Spieler. Na super, jetzt fängt schon wieder an, ich ziehe schon wieder dauernd Medic, ey. So, habe ich jetzt meine 55k? Nö. Tausend Sachen um. Ich glaube, würdest du bei dem Spiel wirklich krass durchziehen und grinden, würdest du so easy alles auf 3 Sterne, 4 Sterne machen können? Ja, es ist super belohnend gerade. So, 5000 Gold, Digga! Und Shelly freigeschaltet? Leute, ich kann mir den Pass holen. Digga, Battle Pass für Gold, dass es das gibt, das ist so krank.
Ja. Und wen soll ich auf 3 machen? Am besten gar keinen, oder? Ach nee, es ist Stufe 2 Sterne. Ja, gut, das ist egal. Mach Stufe 2 BK. Ja, denke ich auch. So, 6 Truhen-Tickets noch. Krieg ich den Pass voll durch, ja. Kannst du jederzeit Streak nachkaufen, eigentlich. Also, Truhen-Tickets technisch geht es auch nicht aus. Zum Beispiel, ich habe 280.000 Gold. Das ist krank. Du hast 280.000 Gold free to play. Ja. Lol. Kommt das auch in Deutschland mit für Münzen? Im Leben nicht, Puna. Im Leben nicht. Das wäre cool. Digga, vorher ist Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Das ist schon das Weihnachtsgeschenk heute mit den 10.000 Gold gewesen. In China gibt es eine Begrenzung an Spielzeit am Tag. Also rein theoretisch könnte man in einer Woche easy Platz 1 global werden dann. Oder? Ja. Safe. Einfach 5, 6, 7 Stunden am Tag spielen? Ganz easy, wenn du jeden Tag 8 Stunden spielst, bist du in 2 Wochen irgendwo mit ganz oben dabei. Wie krass. Es ist halt ganz geil, um einfach immer mal so als Vergleich reinzuschauen, wie es mit unserem Spiel vorangeht und wie es halt wirklich in China so ja, ist. Ja, auch was da für Updates kommen. Stellt euch mal vor, da kommen jetzt die Mörder-Updates raus. Die sind natürlich auch in vielen Sachen noch hinter uns, aber sind halt modustechnisch und so weiter schon absolut vor uns. Wobei aber das Modusmenü und so auch noch super arsch aussieht, ne? Ja, aber trotzdem, guck mal, alleine schon der 5 gegen 5 Modus macht ja eigentlich unfassbar viel Spaß. So. Ja, safe, also ich find's sehr geil. Wobei es halt jetzt gerade noch zu casual ist, so wir zocken zwar zusammen, aber letztendlich fühlt es sich an, als würde man solo reingehen, oder? Ja, man muss jetzt nicht so krasse Strategien. Man kann sagen, wir müssen jetzt gerade nicht krass strategisch spielen und irgendwelche Calls machen. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, es ist also wir spielen auch nur so just for fun so ein bisschen, weil es jetzt nicht um was geht, so, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, würden wir jetzt hier wirklich reingehen und sagen, ja, wir wollen jetzt hier eine, was weiß ich, wie viel Winstreak holen. Boah, ich hätte eigentlich voll Bock auf ein Projekt, eine Woche lang Squadbusters China, jeden Tag 3-4 Stunden und gucken, wie weit man kommt. Aber dafür bräuchte ich ein Android-Tablet, Alter. Das würde ich nicht schaffen auf dem Handy. Da würde ich verzweifeln. Da schon denkt gerade nur so, ja, was für Welten spielen die? Ja, nee. Ich könnte. Also ich würde dir kein neues Tablet empfehlen, nur für Squadbusters. Nein, mache ich auch nicht. Aber ohne Witz, da krieg ich Kopfschmerzen, wenn ich das 4 Stunden am Tag machen würde mit dem Handy. Ich bin halt alt. Meine Augen sind schwächer als deine, Sascha. Ja gut, ich hab ne Brille, ne? Siehst du, ich nicht. Weiß ich jetzt. Oh, ich save unser Teammate. Ich hab ihn gerettet. Ey, irgendwer hat meine Schlüssel gezockt. Das war Benny. Den krieg ich. Meiner! Oh, ja, meiner! Kann ich ja. Nicht mehr Bomben zurückwerfen? Ja. Wie geil. Ja, du kannst Bomben auf deine Teammates werfen. Aber Damage gibt's nicht, oder? Du kannst, wenn du irgendjemanden bustest und ein Teammate kommt an und will dir deinen Loot klauen, kannst du einfach mit einer Bombe zum Beispiel den Mate einfach zurückstoßen, dass du den Loot kriegst. LOL! Aber killen kann ich euch, also Damage macht ihr nicht, ne? Nö. Das ist ja witzig. Einfach nur zurückstoßen. Okay, das ist cool. Oh, ich rette unser Teammate! Mit nur 2 Buster! Digga, die spielen echt so scheiße, die Gegner, das ist der Hammer. Du musst einfach nur stumpf in die reinlaufen. Das ist so viel leichter, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Meine Opening-Videos waren die geilsten. Ja, das kommt auch bald wieder, sobald es neue Ultimates oder neue Buster gibt, auf jeden Fall. 2026 dann. Ja, bald zweiter Account nur für Openings, Cover. Und danach 3. Account? Ja, ich wollte gerade sagen, in einem Jahr bist du dann beim 8. Account. Und immer noch nur 12 Ultimates. Benny, friss meine Bomben! Ja. Das Ding ist, wir kriegen auch halt die ganze Zeit nur Bomben, also die Zauber, die wir freigeschaltet haben. Wir haben ja kaum Zauber. Wir haben ja noch nichts. Das heißt, du kriegst auch die ganze Zeit nur irgendwie Bombenzauber und sowas. Ja, warte ab, bis ich mein Ultimate Dynamite hab, Benny. Ich mach bald 500 Euro Opening auf Squadbusters China. Bitte nicht.
Boah, das wäre also ein kleines Opening an Squadbusters China wäre schon witzig. Es ist ja relativ günstig hier, ne? Ja, du könntest das halt, also ich glaube, das wird sogar als videotechnisch gut ankommen. Weiß ich nicht. Ja, zumindest über den Durchschnitt. Kann man das Spiel früher beenden? Nee. Wenn alle Gegner gleichzeitig sterben, ich glaube nicht, weil die ja nachspawnen. Ich habe da meinen Kill, also viele gebastelt die ganze Zeit. Ich habe auch schon wieder hier schön 200 Portal Energy, so schmeckt das. Oh, oh, Mavis. Oh, große Kiste. Oh, ey, spielen wir die ganze Zeit gar kein Ranked? Doch. Wieso habe ich keine Trophäen? Warte, ich kann selber mal gucken. Ah, ich krieg auch keine. Fällt mir gerade mal auf. Ach nein, wir haben normal 5 gegen 5 gesucht. Oh nee, ne? Du musst oben links diesen Schalter. Geh mal auf Spielen und dann oben links musst du diesen Schalter auf das linke machen. Oh lol. Vielleicht sind deswegen auch die Gegner so scheiße. Und jetzt musst du auf 5 gegen 5 machen und jetzt suchen wir auch richtig Ranked. Oh, jetzt passt. Ah, wir spielen einfach non-ranked. Digga, also da fliegt man doch auch nicht durch, ne? Was ist? Junge, das ist halt chinesisch. Das ist so wie, das als würde das doch... auch einmal passiert. Junge, das ist so das wie, als wenn das da auf Englisch stehen würde. Hätten wir mal lieber gelesen. Ja. Benni, machen wir Chinesisch-Kurs? Ja, ja. Ich mach bei Partnerschaft mit Bubble. Dann können wir auch einen chinesischen Squadbusters-Kanal machen. Ja, okay, ich hätte, der kommt besser an als der Deutsche. Dann nennen wir uns dann die Squad-Bros. Da kriegen wir so Strafe, weil wir einfach mehr zocken, als du am Tag zocken darfst. Boah, jetzt spielen wir gegen einige im Silber. Über 18 ist es, glaube ich, egal, aber unter 18 hast du da eine Spielzeitsperre. Hä, aber es gibt doch diese Chinesen, die ihre Kinder da 13 Stunden am Tag League of Legends zocken lassen. Da habe ich mal Doku drüber gesehen. Ist das doch nicht voll illegal? Vielleicht geht das mit der Einverständniserklärung der Eltern. Achso. Übrigens spielen wir, glaube ich, jetzt die erste richtige Runde. Also gegen richtige Spieler. Achso. Ja, moin. Ja, wäre geil. Ich dachte, wenn ich. Achso, ich dachte, wir haben Back-to-Back-Zauber überschossen, aber der ist ja. Ist ja Beute mehr. Na, wir spielen nicht gegen. Digga, wenn das ein echter Spieler war, dann. Digga. Es können ja trotzdem echte Spieler mit bei sein. Na, die sind ja alle in Silber, die Gegner. Oder wir spielen vielleicht spielen wir auch gegen Silberbots, weil das unser Durchschnitt ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn das ein richtiger Spieler ist, dann spielt er wie Arsch, aber der läuft nicht wie ein Bot, also von daher, ich weiß es nicht. Wir haben die NPCs mehr auf Lager als die echten Spieler. Ja, ja. Ich glaube auch. So, was nehmen wir denn hier? Döner, Mike. Ja, jetzt siehst du gleich mal, dass ich habe auch die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Jetzt siehst du auch gleich mal das Rank-System, wie viel Plus du kriegst und so weiter. Das wollte ich halt auch sehen, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, ne? Ich meine, ich habe auch nicht drauf geachtet. Ist ja interessant fürs Video zu sehen, damit man nochmal so durchblickt, wie es da ist. Weil an sich, ich finde das System gut, aber ich finde, man kann es halt auf jeden Fall noch ausbauen. Dass man durchs bessere Spielen, sage ich mal, schnelleren Progress macht. Ich mache auf jeden Fall ein YouTube-Video daraus. Ja. Oh, ich habe noch keine Archer Queen freigeschaltet. Was ist ein Scheiß. Das ist halt free Content, ne? Ja, sehe ich, ja. Chicken. So, also, wie es erstmal abgeht, wenn ich hier meine ganzen Ultimates habe. Ja, hier gibt es auch nicht mal Ultimates. Doch, klar, oder? Nee. Wie, gibt keine Ultimates? Doch! Digga, die haben noch nicht mal Optimus Prime. Ja, aber Ultimates haben die, meine ich. Nee. Doch! Das gucke ich gleich. Sascha, was hast du? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine ja. Ich weiß es nicht. Haben die Ultimates? Ich glaube, die gleichen wie wir. Oh, ich muss mal melden. Das ist belastend, dass ich letztens, dass ich das Event nicht, also dass ich schon nicht schon früher damit angefangen habe und das Event mit Archer und Co. verpasst habe. Welches Event mit Archer und Co.? Na, da kam ja die Lava-Welt letztens raus. Ja, ja, stimmt. Das, das Update, was bei uns schon vor einem halben Jahr rauskam. Ach, jetzt kommt was aus China? Ja. Oh, mit dem gleichen Event hätten wir Leon und so freischalten können? Ja. Ah, oh, schade. Und jetzt können wir die halt erstmal nicht freischalten, glaube ich. Oder wir können die in der die Lava-Welt erreichen, auf der Squad-Journey. Da bin ich mir aber unsicher. Ja klar, da kannst du die freischalten.
Mal spannend, da wird dann wahrscheinlich hier in der China-Version als nächstes das Transformers-Event kommen. Ja, wahrscheinlich. Okay, richtig. Es ist halt, ich glaube auch, dass das Spiel wird in China deutlich weniger gespielt, weil du das auch so krampfhaft runterladen musst, ne, über dieses WeChat. Das ist aber in China normal. Oder? Das halt alle, ja. So musst du alle Spiele in China runterladen, also das ist nicht. Aber es ist das also mobile. Als das über WhatsApp runterladen. Ja. Ist mobile krass in China? Ja, ja, ja. Boah, weil, China, also, das kommt alles krass an. Ich denke mir die ganze Zeit so, wenn man das so krampfhaft runterladen muss, dass ja, das ist ja deswegen normal. Spielen wahrscheinlich auch alle so Sachen wie League of Legends und sowas alles. Let's go! Nee, das ist in China normal, dass du es da so runterladen musst. Also jetzt siehst du mal, wie viel Plus wir alle kriegen. Wir kriegen quasi alle gleich viel Plus. Jetzt hier zum Beispiel 6. Und die Gegner, weil sie nur in Silber sind, kriegen trotzdem Plus 1, obwohl die verloren haben. Aber eigentlich müsste ich doch mehr Plus bekommen als ihr, weil ich Bronze bin. Ja, das ist halt... ja, zum Beispiel finde ich auch komisch, dass Sascha trotzdem dann plus 6 bekommt, so weißt du? Ja, ist so. Sascha sollte Minus bekommen und wir plus. Sascha. Sascha sollte vielleicht so plus 1 oder 2 kriegen. Ja, aber ich glaube, das liegt halt daran. Ja, aber du musst doch erstmal hinterherkommen. Oh, 10er mal 2. Das ist gar nicht so gut. Ich habe 20 Dynamics bekommen. Mit Verzweiferer? Ja. So. Greg hoch. Oh, ich hab den Battle Healer Skin. Und ich hab noch nicht den Battle Healer freigeschaltet. Auch gut. Ich krieg schon wieder 10.000 Gold. Oh, ich hab ne Star Chest. Oh ja, dann zieh mal was. Digga, stell dir mal vor, du ziehst jetzt Ultimate Greg. Ja, schade, aber 3 Sterne. Das stimmt, warte. Ah, 3 ja, Sterne jetzt. Huhn. So, 20.000 Gold. Ich hab jetzt schon wieder 50.000 Gold, ne? Und nochmal 10. 60.000 schon wieder. Einfach free to play. Und ich schalte Plaza frei. Aber das ist hier genauso unnötig wie bei uns, ne? Ja, du kriegst kostenlos diesen Mini-Packer. Boah, cool. Was mir auch mal aufgefallen ist, ich meine, bei Psy ist das jetzt nicht der Fall, weil also du hast ja bei deinem Profil, also in deinem Profil das Bild, hast du ja dein Creator-Bild. Ja. Aber hier zum Beispiel hat man ja diesen Stern auch. Was kann auf der? Stufe 8. Ja, es ist einfach ein, weiß nicht. Der Stern ist ein Ersatz für die Hexe, weil die Skelette. Ach ja, wegen den Skeletten. Ja, Freunde, das war doch mal eine geile Session. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen mit 2 Leuten mehr, dass wir eine komplette 5er-Lobby haben. Habe ich richtig Bock drauf, nochmal Janosch mit dazu zu holen und vielleicht dann halt noch jemanden mal gucken, wer Bock hat. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.